Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Let's Play Risen. In der letzten Folge sind wir hier oben irgendwie gelandet. Und weiß Gott, wer weiß, was hier oben alles ist. So, wunderbar, wir haben Leben verloren. Einfach so, weil wir hier runtergefallen sind. Super. Egal. Was haben wir da? Milch? Können wir die mitnehmen? Ja. Pilz? Können wir mitnehmen? Ja. Kuh? Bertha, Milch, einfach mal mitnehmen, stört ja keinen. Haben wir hier irgendwo, nee, gut, Bauer. Hallo, Bauer. Hallo, Fremder. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich hatte Glück. Der Händler Konrad bezahlt mich, damit ich auf seine Kühe Acht gebe. Den anderen ist es nicht so gut gegangen. Ja, ja. Das ist das Gesetz des Inquisitors. In der Stadt seid ihr sicher, haben sie gesagt. Aber dass wir nicht satt werden, davon hat keiner gesprochen. Scheint wohl ziemliche Ausnahmezustände hier zu geben in dieser Stadt. Das ist hier... Ah, jetzt in der Hafenstadt. Ein paar Hühner. Arno, guten Tag. Hast du vielleicht ein paar Münzen für einen armen Bauern? Wir haben kaum was zu essen und meine Frau Martha ist krank. Aber sicher haben wir Gold für den armen Mann. Hier hast du 25 Goldstücke. Danke, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, ja, schon gut. Nochmal danke. Du weißt ja gar nicht, wie schwer es für uns Bauern in der Stadt ist. Der kann sich wohl nicht genug bedanken, aber der scheint wohl auch ein größeres Problem zu haben. Was ist dein Problem? Bist du ein Heiler? Martha, meine Frau, ist schwer krank und ich befürchte das Schlimmste. Was stimmt nicht mit deiner Frau? Ich wette, das kommt alles nur wegen dieser verfluchten Ruinen. Wie das? Eine von denen ist ganz in der Nähe meines Hofes aus der Erde gekommen. Am nächsten Tag bekam meine Frau das Fieber. Seitdem ist es immer schlimmer geworden. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe... Meister Belschwur kann ihr helfen. Wer ist denn Meister Belschwur? Wer ist Meister Belschwur? Ein Magier aus der Vulkanfestung. Du findest ihn hinten, in der Gosse, am Schrein der Flamme. Er ist der Einzige, der sich um uns Bauern kümmert. Tja, wir haben uns ja jetzt auch schon um die Bauern gekümmert. Und ja, das scheint wohl irgendwie der Weg des Magiers zu sein, freundlich und hilfsbereit den Menschen gegenüber zu sein. Hier haben wir seine Frau Martha. Ich will doch nur schlafen. Ja, dann schlaf du mal weiter. Wir wollen die nicht weiter stören. Da haben wir einen Apfel. Und ich tue mal kurz hier den Apfel essen und... Ah, zwei Eier. Das heißt 10 Erfahrungspunkte wieder mehr. So, dann das Fleisch... Oder Moment, ich trinke einfach mal hier einen kleinen Heiltrank, damit wir wieder völlig bei Kräften sind. Hier ist Delgado, der sieht aus wie einer der Banditen. Du bist doch neu hier, oder? Leto hat für dich wohl mal kurz das Hintertor geöffnet, wie? Ich weiß nicht, wovon er spricht. Also das... Und wenn es so wäre? Keine Angst, ich verrate dich nicht. Schließlich wollen wir ja keinen Ärger mit dem Gesetz kriegen. Und ich habe schon mehr als genug davon. Das klingt sehr nach einem Banditen. Nee, wir reden erstmal nicht mit dem, weil wir wollen ja nicht den Banditen angehören. Oder doch, wir reden einfach mal mit ihm. Vielleicht hat er irgendwelche nützlichen Informationen. Du hast Ärger mit dem Gesetz? Das Gesetz ist doch nur ein Vorwand, uns alle in die Stadt zu sperren. In Wirklichkeit will der Orden doch nur in Ruhe die Ruinen plündern. Erst wenn sie den letzten Krümel Gold aus den Ruinen geholt haben, lassen sie uns wieder raus. Don Esteban hat das sofort begriffen. Wieso ist er hier in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Don Esteban ist der Boss der Banditen, soweit ich es noch richtig in Erinnerung habe. Und das fragen wir ihn jetzt erst einmal. Wieso bist du in der Stadt und nicht draußen bei Don Esteban? Ganz einfach. Don Esteban gibt nur ungern etwas her, was ihm gehört. Die Geschäfte in der Stadt müssen weiterlaufen. Deshalb sind ein paar von uns hier geblieben und kümmern sich darum. So, also sind das hier sozusagen Don Estebans Spitzel in der Stadt. Dann fragen wir doch mal, was die hier für tolle Geschäfte in der Stadt treiben. Was macht ihr für Geschäfte? Alles, was uns Gold bringt. Damit holen wir uns dann die Kontrolle über die Stadt zurück.
Denn darum geht es. Wenn wir erstmal die Stadt kontrollieren, werden wir an jedem Geschäft mitverdienen. Und das lassen wir uns nicht wegnehmen. Nicht vom Inquisitor und schon gar nicht von Kommandant Carlos. Nee, aber von mir später bestimmt, denn ich bin gegen die Banditen. Zumindest jetzt, als ich das Spiel durchspiele. Das allererste Mal habe ich es nämlich als Bandit gespielt. Aber jetzt möchte ich es halt einfach mal als Magier spielen. Ja. Was sagt denn der Orden zu den Geschäften? Was sagt denn der Orden zu euren Geschäften? Er behindert uns, wo er kann. Seit die Ordenskrieger mit ihren schicken, weißen Uniformen in die Stadt gekommen sind, lassen sie uns nicht mehr aus den Augen. Die warten doch nur darauf, dass wir Ärger machen, damit sie uns in die Vulkanfestung bringen können. Besonders dieser Sabrosa hat es auf mich abgesehen. Ständig ist er in meiner Nähe. Erzähl mir von Kommandant Carlos. Erzähl mir von Kommandant Carlos. Ha! Er ist der Kettenhund vom Inquisitor. Er ist jetzt der neue, starke Mann in der Stadt. Er hat sein Hauptquartier oben im Wachhaus. Von dort versucht er, uns fertig zu machen. Aber das wird ihm nicht gelingen. Wie gesagt, ihm oder dem Inquisitor nicht, aber bestimmt mir. Das klingt so, als könnte er Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, ob wir damit dann direkt einen Quest für ihn starten. Ich mach's einfach mal. Das klingt so, als könntest du Hilfe gebrauchen. In der Tat. Ich muss für den Don noch eine Menge Gold zusammenkratzen. Wenn ich nicht bald was an ihn schicke, kriege ich noch Probleme mit meinen eigenen Jungs. Wenn du mir hilfst, ist da eine Menge für dich drin. Okay. Was bietest du mir, damit ich dir helfe? Abgesehen von dem Gold, das du von mir bekommst, bin ich der beste Taschendieb der Stadt. Du meinst, du kannst mich unterrichten? Genau das. Ich kann aus dir einen Taschendieb machen. Und wenn wir erstmal die Stadt wieder kontrollieren, nimmt Don Esteban dich in unsere Bande auf. Gut, ich frage ihn erstmal nicht, wie wir ihm helfen können, sondern wir reden erstmal mit diesem Sabrosa. Ja, genau. Warte, ich bin Sabrosa, ein Ordenskrieger der Heiligen Flamme. Ich habe gesehen, dass du mit Delgado gesprochen hast. Und? Du solltest darauf achten, mit wem du dich einlässt. Immer diese gestikulierenden Menschen hier in diesen Spielen. Am besten war das früher bei Gothic 1 und 2 noch. Die Gestiken von den Menschen, die waren einfach so Hammer. So, aber erstmal fragen wir den guten Sabrosa, was er über Delgado so weiß. Was weißt du über Delgado? Er gehört zu den Banditen von Don Esteban. Das sind allesamt ganz abgebrühte Gauner. Sie stehlen, lügen und erpressen, um die Stadt in ihre Gewalt zu bekommen. Ich rate dir, lass dich nicht mit ihnen ein. Das habe ich auch nicht vor, lieber Sabrosa. Was unternehmt ihr wegen der Banditen? Draußen kümmert sich der Inquisitor um die Banditen. Hier in der Stadt sind wir zuständig. Kommandant Carlos hat mich und meine Kameraden losgeschickt. Wir lassen die Banditen jetzt nicht mehr aus den Augen und werden ihnen das Handwerk legen. Ich kümmere mich um Delgado. Gut, dann versuchen wir doch mal mit Sabrosas Hilfe Delgado dingfest zu machen. Warum schmeißt ihr die Banditen nicht einfach aus der Stadt raus? Wie kann ich helfen oder was habe ich davon, wenn ich helfe? Erstmal die einfachste Frage und auch die wichtigste Frage. Was haben wir natürlich davon, wenn wir helfen? Was habe ich davon, wenn ich euch helfe? Es gibt nicht viele, die sich freiwillig melden wollen. Unser Kommandant wird das zu schätzen wissen. Wir können dich ausbilden, ob als Magier oder Ordenskrieger. Die Entscheidung liegt dann bei dir. Und du bekommst natürlich auch eine Belohnung für jeden Banditen. Natürlich wollen wir Magier werden. Wie hoch ist denn die Belohnung für Delgado? Ne, wir fragen erstmal, warum die Banditen nicht einfach rauswerfen. Warum schmeißt ihr die Banditen nicht einfach aus der Stadt? Meinst du, das haben wir nicht probiert? Die Galgenvögel tauchen immer wieder auf. Keine Ahnung, woher die kommen. Nein, wenn du willst, dass die Typen verschwinden, musst du dafür sorgen, dass sie nicht wiederkommen wollen. Wenn du uns helfen willst, musst du dich entscheiden. Hilfst du denen, werden sie hierbleiben. Hilfst du uns, werden sie verschwinden müssen. Ich werde euch helfen, also den Ordenskriegern. Aber wie? Wie kann ich euch helfen? Ich muss herausfinden, was Delgado plant. Seit ich ihn beobachte, hält er sich zurück. Aber er hat irgendwas vor. Du kommst an ihn ran und kannst es für mich herausfinden. Zusammen werden wir seine Pläne vereiteln. Gut, bevor wir das machen, will ich aber wissen, was wir für Delgado kriegen. Wie hoch ist die Belohnung für Delgado? 100 ehrlich verdiente Goldstücke. Gut, dann fragen wir doch mal Delgado, was der so zu bieten hat, beziehungsweise was er vorhat. Wie kann ich dir helfen?
Costa, der Pfandleiher, macht hier in der Gosse gute Geschäfte. Er nimmt die Bauern aus und stopft sich die Taschen voll Gold. Wo ist das Problem? Seit der Orden da ist, zahlt er sein Schutzgeld nicht mehr. Er hat sich einen Schläger besorgt und glaubt, er kommt damit durch. Langsam geht er mir gehörig auf den Sack. Mein Boss will Gold von mir sehen. Und wenn ich nicht liefern kann, kriege ich Ärger. Wir sagen einfach mal, dass wir ihm angeblich das Gold natürlich bringen werden. Ich bringe dir dein Gold. Es wird Zeit, dass wir ihm zeigen, dass wir in der Gosse immer noch das Sagen haben. Aber stell dir das nicht so leicht vor. Costa wird nicht freiwillig zahlen. Schon gar nicht jetzt, wo er einen Schläger hat. Gut, dann werden wir wohl Costa und seinen Schläger vermöbeln müssen. Aber vorher sagen wir Sabrosa, was er vorhat. Delgado will beim Pfandleiher Costa Schutzgeld erpressen. Lass mich raten. Du sollst das übernehmen, weil er sich nicht traut. Ja, Costa nimmt anscheinend die Bauern aus und die Banditen wollen ihren Anteil. Costa kam mir schon von Anfang an komisch vor. Delgado braucht dringend Gold, sonst steigen ihm seine eigenen Leute auf den Kopf. Das hört sich gut an. Das ist die Chance, auf die ich gewartet habe. Willst du mir helfen, Delgado zu erledigen? Aber sicher, was soll ich denn für dich tun? Was soll ich für dich tun? Du wirst zum Schein für Delgado arbeiten und das Gold von Costa besorgen. Aber anstatt es ihm zu geben, gibst du es mir. Ich werde dann dafür sorgen, dass es die rechtmäßigen Besitzer zurückkriegen. Verstehe. Wenn Delgado nicht an Costas Gold kommt... Bekommt er Probleme. Vielleicht verlässt er ja sogar die Stadt. Das wäre doch mal ein Träumchen, wenn er die Stadt verlassen würde. Aber an diesem heiklen Plan werden wir erst in der nächsten Folge weiterarbeiten. Da werden wir nämlich Costa und ich glaube das hier... War das sein... Ja genau, Fuller. Fuller hieß er, genau. Sein Schläger heißt Fuller. Da werden wir die beiden hier vermöbeln müssen. Aber wie gesagt, alles erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Anschauen und sage einmal auf Wiedersehen.